Ja gut, ich guck jetzt mal hier so ein bisschen mit drauf, ob es noch leckt. Und dann fangen wir einfach mal an, wa? Unser Held da rummetzelt. Hallo Kitty. Oh mein Gott, der legendäre Anfang. Den ganzen bunten Yoshis. Die gesamte Yoshi-Familie lebt auf Yoshi's Island. Die Yoshis sind wegen des Babys, das vom Himmel gefallen ist, in heller Aufruhr. Sie bemerken, dass das Baby an einen besonderen Ort gebracht werden möchte. Also entschließen die Yoshis sich dazu, einen Staffellauf zu veranstalten, um das Kind an den gewünschten Ort zu bringen. Auf geht's, Yoshis. Ein neues Abenteuer wartet auf uns. Und sie fangen an zu hüpfen. Gleich. Jetzt. Ach ja. Schön, dass Twitch wieder bei dir geht, Tim. So. Wenn der Stream laggt, sagt ihr Bescheid. Nur ich fürchte, ich kann da nicht allzu viel gegen machen, weil irgendwie habe ich in letzter Zeit ein bisschen Probleme mit meinem Open Broadcaster. So, wenn Yoshi von einem Gegner getroffen wird, verliert er Baby Mario und der Sternzähler beginnt. Bla 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 bla. Das ist das Tutorial, das braucht uns nicht interessieren. Das kennen wir ja. Nur, ich muss mal gucken, dass ich das hier alles noch auf die Reihe kriege. Es ist ja doch schon ein ganzes Weilchen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Und als ich gespielt habe, ist das auch nur kurz gewesen, weil ich das Spiel mal ausprobieren wollte. Eine Stimme im Hintergrund? Eigentlich dürfte da niemand sprechen. Gerade. Ich meine, Björn sitzt hier, aber ich glaube, der hat eben gerade nichts gesagt. Ich weiß übrigens noch nicht, ob ich wirklich alle Münzen sammeln will. Also ich kann es versuchen, aber ich glaube nicht, dass ich das hinbekomme. Schokohügel. Das erste Level. Das eben war nur so eine kleiner Vorgeschmack, so ein kleines Tutorial. Wir sammeln jetzt erstmal Eier. Bla bla bla, wissen wir. So, wie ging das denn jetzt nochmal mit dem Schießen? So ging das. Alles klar. Hallo, Kommunus. Ich mag die Musik. Das ist irgendwie so ein riesiger... Ich habe vorhin schon gesagt, das wird gleich so ein riesiger Flashback. Wenn ich dieses Spiel wieder anfange zu spielen, weil... Boah. Das war echt... Also das waren bestimmt 2-3 Jahre meiner Kindheit, die ich mit diesem Spiel verbracht habe. Immer wieder gespielt. Immer wieder durchgespielt. Ich glaube, es gibt kein Spiel, das ich so oft durchgespielt habe wie Yoshi's Island. Oh, und wir sind in einer Höhle. Oh mein Gott, eine Höhle. Ich mach mal hier die Maus weg. So. So. Mit Glitches. Ja, Speedruns sind ja meistens mit Glitches. Man staunt ja immer, was diese Spiele alles für Glitches haben. So, ich frage mich dann immer, sind die eigentlich alle gewollt von den Entwicklern oder sind das vielleicht teilweise auch Bugs? Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus beiden. Oder was meint ihr? Also ich glaube, bei diesen Glitches, das ist so einerseits, manche Sachen sind vielleicht wirklich schon von vornherein eingebaut worden. So unter dem Motto, ja, wenn jemand das Spiel exzessiv spielt, dann wird er vielleicht irgendwann diese Lücke finden und dann kann er da ganz schnell durch. Und andererseits vielleicht auch teilweise echt für, also einfach ungewollt. Hey, ganz viele Sterne.
Ich hab Durst. Die Blume, die ganz links, die hatten wir noch gar nicht eingesammelt, ne? Nein! Das kostet doch alles Sterne. Die brauchen wir doch noch. Nein. Ich muss das erst wieder lernen. Na toll, das bringt uns ja viel. Nein! Shit! Das wird wohl nichts mehr mit dem 100% Run hier. Nur bei 10. Boah, ich bezweifle, dass wir die 30 noch zusammenkriegen. Also die 30 Sterne. Ach, jetzt weiß ich, welche Stimme ihr meint. Das ist hier irgendein Video im Hintergrund. Jetzt habe ich sie auch gehört. Es war sehr leise. Also ich habe hier den Sound extrem leise, deswegen habe ich das erst nicht gehört. So. Es war sicherlich etwas befremdlich gerade für euch. So. Blödes Ding. Man kann die Steuerung übrigens auch umstellen, dass man dieses Schießen anders machen kann. Also, dass man nicht zweimal drücken muss. Ich glaube, das mache ich auch gleich mal. Wo kann man das denn nochmal? Wo konnte man denn das einstellen? Select? Nee. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Blume, 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 Blume. Ui, wir haben gerade ein Leben dazu bekommen. Oh, ich glaube, der Twitch-Chat hat eben ziemlich lange gehangen, denn ich glaube nicht, dass das so ein krasser Delay ist. Ich hoffe es zumindest nicht. Da kamen gerade so ein paar Nachrichten auf einmal rein. Von euch. Oh, ich komme damit nicht klar. So, jetzt haben wir 20 Sterne. Wir brauchen 30. Ich glaube aber nicht, dass das noch klappt. Nee. Aber wir haben immerhin alle 5 Blumen. Na gut. Dann können wir gleich das Minispiel machen, vielleicht, wenn wir Glück haben. Nee. Mäh. Ach, da ist schon wieder die Maus im Weg. So, zweites Level. Los geht's. Ich versuche da jetzt mal so schnell wie möglich durchzukommen. Dass wir mal die schwereren Level noch sehen. Denn die ersten sind wirklich nicht schwer. Ich weiß sogar noch, wo die Dinger runterfallen. Das ist unglaublich. Nein!
Anscheinend weiß es doch nicht mehr. Moin. Hallo, Noctem. Achso, die Schultertasten habe ich noch nicht ausprobiert. Könnte ich gleich mal machen. Kazuya. Bist du eigentlich der oder diejenige mit dem... Was ist das für ein Hund? Ich glaube, so ein kleiner Chihuahua. Mit dem... Uah. Chihuahua-Avatar bei YouTube. Oder verwechsel ich das gerade? Verschlimmbessern sie wieder Sachen bei Twitch. Oh, oh, oh. Nein, nein. Baby, bleib hier, Baby. So. Ich konnte dieses Spiel mal besser. Aber das kann man perfekt mit dem Analogstick spielen. Viel besser als mit als Tomb Raider zum Beispiel. Komischerweise. Du bist der mit dem Essen an Weihnachten. Okay. Nee, ich hatte mich jetzt gerade irgendwie an diesen Twitch, an diesen YouTube-Avatar. Da hatte ich gerade irgendwie dran gedacht, dann heißt derjenige anders. Dann sorry für die Verwechslung. Nein! Wie ich immer diese Dinger vergesse. Gemeinheit, echt. So. Ach, das? Ich glaub schon. Bringt das noch was, hier alles wegzumachen? Glaub nicht. So, dann kommen wir jetzt hier durch. Ich kriege hier gerade Nachricht bei Twitter rein. Mal reinschauen. Okay, okay, okay. Ein Pfaff. Noch ein Pfaff. Alles klar. Ach ja, das war dieses Lustige hier mit den... Diese ganzen Level, ne? Also, das war gar kein roter. Hätte ich mir auch sparen können. Hä, konnte ich jetzt nicht da oben lang? Ja, ich könnte hier auch rechts. Das ist gut, 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 gut. Ach, jetzt kommt das mit dem Hubschrauber. Die Stelle mag ich nicht. Jetzt habe ich da drauf gedrückt. Ja, also die Chat-Nachrichten scheinen tatsächlich irgendwie sehr verspätet zu kommen. Wir sind ein Heldenhubschrauber. Ich habe mich gerade entschieden, dass ich nicht alle von den Münzen holen möchte. Ah! Wir gehen hier einfach durch und versuchen... Nein. Oh, wie knapp. Sonst müssen wir das hier nämlich ziemlich lange machen und das ist ermüdend. Ich habe das mal versucht, alle Münzen zu bekommen. Das ist auch gar nicht so schwer, wenn man das die Levels kennt, aber ja, das machen wir jetzt nicht, weil ich kenne die halt nicht mehr so gut. Kann mich nicht mehr so gut erinnern. Ja, die Musik ist toll. Ist wirklich sehr toll. Ich finde auch irgendwie die, also Björn und ich, wir streiten uns ja immer, weil Björn hat das auf dem Game Boy Advance gespielt. Also den Remake von Game Boy Advance von dem Spiel. Nein. Mist.
Und der findet die Sounds auf dem Game Advance besser, also da diese Spring-Sounds und so. Und wenn man Viecher abschießt, die klingen halt ganz anders. Und sind halt so ein bisschen menschlicher, also dass der Yoshi dann halt Juhu ruft und sowas. Könnte daran liegen, dass das Soundsystem auf dem Game Advance ein bisschen fortgeschrittener ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mir persönlich gefallen die NES, Set NES